Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Sims 3. So, ich muss hinzufügen, beim letzten Mal hat sich ein klein wenig mehr getan als sonst. Und zwar, ich habe ein Kind adoptiert, namens Carmel. Ich weiß, kommt ein bisschen Carl Johns nahe, aber verratet's niemand bitte. Jedenfalls, und ich wollte ja eigentlich ihn noch neu einkleiden, weil sein Kleidungsstil ist ein bisschen... Ich sag's mal eigenartig, deswegen wollte ich das noch erledigen, was leider beim letzten Mal nicht mehr ging, weil die Zeit ausging. Aber jetzt habe ich genügend Zeit, darüber zu reden. Und jetzt soll ich erstmal sagen, weitermachen. Und ich will, dass dieses Bild sehr gut wird, weil sonst muss ich dich besuchen, Jason. Ja, ich weiß, da liegt eine Ironie, weil ich Jason heiße, aber... Sei drauf geschissen. Jedenfalls, Alltagskleidung. Ich hab gar nicht gewusst, dass dieses T-Shirt überhaupt da ist, aber ich schätze mal, es ist mit dem Addon dazu gekommen. Und zwar, glaub, war es Lebensfreude? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, dadurch, dass ich manchmal solche Fingerfertigkeiten habe wie Farben aussuchen, nicht vorhanden, jedenfalls, wird es total hier einfach sein, hier etwas auszusuchen. Naja, mehr oder weniger. Deswegen würde ich einfach mal sagen, einfach just for fun irgendetwas nehmen, was nach was aussieht. Am besten gut. Aber ich glaube, dieser Zug ist schon längst abgefahren, was eigentlich nichts ausmacht, muss ich hinzufügen. Ja, warum nicht? Wäre ein klein wenig... Obwohl, das... daran kann ich mich noch erinnern. Yep, das ist so ein Outfit. Aber nein, ich will ihn selber einkleiden, weil diese Outfits sind manchmal ziemlich limitiert und warum nicht? Solche Stiefel passen zu einem kleinen Junge. Deswegen, okay, ich will nicht, dass er in der Schule verprügelt wird, deswegen gucke ich, dass ich ihm einigermaßen okay Schuhe gebe. Okay, nein, grün sehe ich nicht als normaler. Ey, ich wollte die roten Schuhe nochmal sehen. Okay, rot, alles sieht zum Kotzen aus. Yay, sehr gut. Ich glaube, es liegt nur am Oberteil. Ja, natürlich. Alles liegt nur am Oberteil. So, ja, warum nicht? Dann sieht er aus, als wäre ein kleiner Anwalt. Aber jetzt sieht er eher aus, dass er schreit, bitte, verhaut mich jemand. Deswegen würde ich ihn unbedingt umkleiden. Wie ist es mit dem? Okay. Oh Gott. Okay, das würde noch passen, wenn die Schuhe schwarz wären, aber sind sie nicht, deswegen passt mir gar nicht. Wie sieht's hier aus? Oh Gott. Naja, niemand hat gesagt, dass er wie ein Topmodel aussehen wird. Deswegen lass ich's mal. Deswegen, ja, warum nicht? Sieht nicht total komisch aus oder so. Oh Gott, ja, Socken. Okay, die Brille muss wirklich weg. Wie sieht's... Okay, ich weiß nicht, ob er wirklich kurzsichtig sein soll. Ach, wisst ihr was, so passt es schon. Hoffentlich. Abendkleidung. Ich glaube nicht, dass das wirklich was ist. Und zwar dieser nette Anzug da, um schlafen zu gehen. Oh, Abendkleidung. Oh, okay, trotzdem, es passt gar nicht dazu. Wie wär's mit dem hier? Yay, die Musik wird wieder laut. Das gefällt mir doch. Nehme ich einfach mal blau. Ja. Schuhe passen. Ist egal. So, Socken. Sehr gut. Jetzt komm mal. Schlafanzüge. Gott, wirklich? Das reicht doch. Reicht komplett. Als nächstes Sportbekleidung. Ja, genau, das. Ah, wisst ihr was? Selbst wenn ich das zum Troll meinen würde. Ah, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ich hasse diese Musik, dass es so laut sein muss. Komm schon. Ja, genau, wie der Vater. So etwas. Ja, genau, so passt doch. Und diese Schuhe noch gleich dazu. Sehr gut. Und als nächstes Badebekleidung. Gott.
Das sieht eher aus wie eine Unterhose als, naja, Badebekleidung. Aber okay, sag immer nichts. Okay, es sieht besser damit aus. Ja, ja, ja. Schon viel besser. Ansonsten, nein, passt. Passt alles. Sieht genauso schlimm aus wie vorhin. Das war mein Ziel, Leute. Genau das. Okay, welche Bescheinigung habe ich denn? Okay. Als Kind oder Teenager fällt es nicht leicht, der Versuchung zu widerstehen, hin und wieder eine Schatzfalle zu platzieren oder einem Nachbar einen Streich zu spielen. Ja, damit wollte ich noch Spaß haben. Möchtest du mehr über Streiche und Schatzfallen erfahren? Ja, Sir, warum nicht? Okay, Streiche und Schatzfallen. Kinder und Teenager könnten... ach, wisst ihr was? Da steht können, aber ist mir egal. Ich kann es einfach machen. Okay, auf 100. Wirklich? Was zündet er gerade da an? Das sieht aus wie ein Kuchen. Aber ich kann es nicht genau sagen, weil es im Boden drin steckt. Deswegen. Okay. Also. Outfitplan. Achso, ich wollte schon sagen, da wollte er jetzt irgendwie eine Bombe verstecken. Ja. Direkt da was reiben. Ja, genau. Falle aufstellen für. Wirklich? Sprengfalle platzieren. Überschwemme Toilette. Oh Gott. Er wird dafür ziemlich in Probleme kommen, aber niemand soll wissen, dass ich ihm geholfen habe. Das ist nur hier zur reinen Erfreudung. Falls es ein Wort ist, ich weiß nicht, ist mir eigentlich auch egal. Du böse Junge, du. Jedenfalls, ja, also, ich habe jetzt für ihn ein neues Outfit. Okay, hat jetzt eine Falle gelegt. Warum nicht? Jetzt guckt einfach mal Fernsehen. Obwohl, ich habe ja nicht genügend Geld, deswegen kaufe ich mal ein bisschen, naja, was für den Garten, sage ich mal so. Ich glaube wirklich, der Baum kann weg. Aber der hat hier so einiges befüllt. Das geht nicht. Ja, ich guck mal. Und zwar, ich glaube sogar nur Kinder. Vielleicht. Ich weiß es gerade eben nicht. Ja, wie es aussieht. Ein Sandkasten. Ja, das wäre doch zum Beispiel meine Idee. Ansonsten eine Gothic-Puppe. Wirklich. Gothic-Puppe, wirklich. ein Piratenboot, das wäre nicht auch mal ziemlich nice. Kinderwagen, nein. Quack, quack. Fröschi-Rutsche. Ich bleib dabei. Die, wo diesen Namen erfunden haben, können verprügelt. Aber trotzdem, ich dachte eigentlich eher an so etwas. Am besten irgendetwas, das gleich zusammenbricht. Das wäre am besten. Zum Beispiel so etwas, was zum Teufel? Eine Spardose, wirklich? Darüber müssen wir kurz nachschauen. Und zwar, jeder gesparte Simoleon wird in dir ein Glücksgefühl hervorrufen, wenn du deine Münzen in diese überglückliche Panda-Spardose steckst. Doch widersteh dem Drang, sie zu umarmen, dass sie aus zerbrechlichem Porzellan besteht. Ich weiß ja nicht. Vor allem, ich weiß nicht, ob man dem hier wirklich Taschengeld geben kann. Deswegen, wenn es aus meiner Tasche fällt, in dem Sinne, hat es ja wenig Sinn, würde ich sagen. Ach, wisst ihr was? Das sieht eigentlich auch mal nicht schlecht. Oh Gott, nein, da hat mir wirklich diese Holzbude besser gefallen. Ja, wisst ihr warum? Die fliegt so schön weg, wenn ein Hurricane kommt. Das gefällt mir doch. Und ja, ich wollte Hurricane sagen. Aber bitte erspart mir das. Wow. Wirklich. Ich schätze mal, okay. Ansonsten würde ich mal sagen, dass ich mal ein bisschen hier den Garten erweitere. Weil, naja. Ich finde wirklich, dass es hier ein bisschen leer aussieht. Deswegen, ja, toll. Das funktioniert gerade eben so gut, muss ich sagen. Ich dachte irgendwie in Kombination mit so etwas. Dürfte es ja mal gar nicht so schlecht aussehen. Aber das war die Theorie. Aber dass die Praxis wirklich so ist, habe ich jetzt nicht gedacht.
Deswegen, ja, irgendwie kriege ich das schon hin. Irgendwie. Es soll ja nur den Garten befüllen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es soll jetzt nicht direkt schön aussehen. So, ja, warum nicht? So. Ja, okay. Okay, ich meine, okay. Ja, es sieht schon interessant aus. Ach, wisst ihr was? Ich scheiß drauf, das passt. Wenn ich das dann nicht hier irgendwo kann, ich sogar. Das ist schön zu wissen. Beim Real Life kann man so etwas nicht machen. Jedenfalls, okay, wenn man absägt, dann schon, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt da! Ich bin so stolz auf mich. Okay, ich muss zugeben, das tue ich mal hier so versetzen. Es sieht wenigstens okay aus. Mehr wollte ich nicht erreichen. Okay, scheiße, das ist eine Prinzessin. Was zum Teufel? Im Baumhaus, Schloss, die Prinzessin und der Bettelknabe spielen. Oh Gott, okay, nein, benennen ist wirklich jetzt... spiel einfach da drin. Wenn du heute Abend nicht wiederkommst und mir es nicht auffällt, dann ist es halt ein bisschen scheiße gelaufen, aber okay, kann nichts dagegen machen, schätze ich mal. Okay, sie wird bald nach Hause. Was zum Teufel? Sag mal, wie dreckig veranlagt ist die eigentlich? Wirklich? Techtelmechtel im Baumhaus? Wirklich? Da kauft man dem Sohn ein Baumhaus, um danach Techtelmechtel da drin zu machen. Das ist einfach zu genial. Okay, ja, was ich mache. Gott, die ist so pervers veranlagt, dass ich es irgendwie cool finde. Oh mein Gott, da will ein Puppenhaus. Okay, dann kauf ich mal irgendwann mal. Ich krieg mich nicht mehr ein. Tut mir leid, aber ich krieg mich wirklich nicht mehr ein. Okay, wo kann ich das hinstellen? Obwohl, was mir eigentlich gerade eben kommt. ich könnte eigentlich es so machen, dass ich dort Schotter hinlege, weil dann würde es vielleicht ein bisschen besser aussehen. Okay, realitätsnah wäre es nicht mehr, aber sei drauf geschissen. Kies, genau das meinte ich. Ja, genau so. Ja, so ungefähr. Oh ja. Sieht scheiße aus, ich will nichts hören. Jedenfalls, okay, eigentlich so, das habe ich mir gedacht, aber mein Kopf hat es deutlich besser ausgesehen. Aber ich würde es trotzdem lassen, weil ich finde es irgendwie zu trollig. Vor allen Dingen, dass ich im Sumpfgebiet bin und gerade eben so lebe, als wäre ich in der Vorstadt. Was ja eigentlich teils so stimmt, aber ich meine den Gegenden, wo es ein bisschen wohlhabender ist. Und bevor ich es vergesse, ich glaube, ich tue mal lieber hier ein paar Wünsche erfüllen. Und zwar, oh mein Gott, Puppenhaus, Bier, Zeugkiste und Spieltisch. Warum nicht? Ja, bisschen wenigstens was. So, Kinder. Bin ja gespannt, ob ich danach noch abends sein werde. Obwohl, ich muss zugeben, arm bin ich jetzt nicht direkt, aber naja, ich glaube, ich werde es damit unterstützen, dass ich ärmer werde. Und warum war gerade eben meine FPS auf 9? Das würde ich mal sehr gerne wissen, ne? Okay, so, okay, okay, sieht sehr schön aus. Das war gerade wirklich schwer gelogen. Jedenfalls, Gott. Ja, das sieht doch nach was aus und Gott, FPS, hör auf zu krepieren, das gibt's ja nicht mehr. Ansonsten, was war's eigentlich noch? Puppenhaus wollte doch er noch haben. Dort, Puppenhaus. Ach du heilige Scheiße. Oh Gott, wirklich. 275, aber das hier ist wirklich der Brecher. 650. Ich könnte dafür irgendwann mal ein schönes Auto kaufen, aber nein. Dann muss man ihm auch noch was Gutes tun. Das macht es was. A, vergesst den Part, was ich gerade eben gesagt habe. Und B, ich glaube, das reicht wirklich, was ich dort stehen habe.
Ja, würde ich mal annehmen. Ansonsten, okay, den Wunsch tue ich entfernen. Oh, die Aufnahmezeit. Also Leute, das soll es erstmal eine weitere Aufnahme von Sims 3. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und jetzt würde ich erstmal sagen, bis später.